Hi meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge City Skylines 1. Ich wollte gerade die ganzen Problemchen hier lösen und habe gesehen, dass hier die Straßen nicht so geworden sind, wie ich das wollte. Weil die da einfach, upsie, das war nicht gedacht, so geplant, weil die hier einfach keine, keine Kreuzungen gemacht haben. Keine Ahnung, was ich da wieder angegeben habe. Sie. Aber da stimmt wohl irgendwas nicht. Genau, und hier genauso. Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß nicht, was hier schiefgelaufen ist. Wir werden das jetzt mal korrigieren. Auch den Rest mal gucken, aber der Rest sollte... Hier ist nur ein Weg eigentlich. Weil hier die Straße ja nicht geht. Ich hatte es vergessen. Können wir den Teil hier noch nicht kaufen? Nee, geht nicht. Okay. Dann lassen wir den Weg mal hier. Schön ist es nicht, aber wir haben hier mehr solche Straßen. Das finde ich tatsächlich nicht so gut. Wieso das wohl so geworden ist, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was das hier werden soll. Wenn es fertig ist. Schön ist es nicht. So, wir versuchen es nochmal. Jetzt aber, oder? Jetzt sieht es gut aus. Hier haben wir jetzt die Kreuzungen. Wir haben hier noch Probleme. Ah ja. Sollten wir vielleicht noch zurückbauen, dass das passt. Ja, dann hat sich zumindest das jetzt erledigt mit... Hier war irgendwo ein leeres Haus. Auch weg. Oh ja. Sieht doch schon besser aus. Hier ist noch irgendein leeres Haus. Weiß ich, was hier ist. Ist verlassen. Das weisen wir dann ab. Kann ja jemand anders bauen. So kann man Probleme schnell lösen. Irgendjemandem fehlen die Arbeiter. So. Sorry. Und ich wollte mich aber ja dieses Mal eigentlich dem Bereich hier widmen. Wir hatten ja beim letzten Mal hier so die Straße um diesen See gebaut. Das finde ich ganz schön. Das sehe ich gerade erst. Das ist nicht so schön. Ja, das Glätten, ne? Das Glätten ist so eine Sache. Das wäre vielleicht echt mal eine Sache, die ich mir merken sollte. Dass man hier so ein bisschen... Aber das ist schade. Das ist nicht so... Ich würde mir halt wünschen, dass dann zumindest die Straße hierum so ein bisschen besser aussieht. Aber ich glaube, das hat jetzt schon ein bisschen geholfen. Muss ja nicht perfekt sein, aber halt so ein bisschen... Ein bisschen glatter soll es aussehen. Das hier gefällt mir auch noch nicht. Ich würde hier aber tatsächlich das nochmal neu machen. Und hier einfach... sieht doch ganz gut aus. Das ist noch nicht ganz so. Ja, besser. Und dann haben wir hier das Problem auch nochmal mit dem Lünde-Ebenen. So. Sollte jetzt besser aussehen. Joa, ist ganz schön so eigentlich. Ganz hübsch. Über den See hinweg und so. Ich hatte hier schon mal die Hauptstraße gemacht. Die würde ich dann auch mal ein Stückchen noch weiterbauen. Wir haben hier die Schienen. Ich weiß noch nicht... Hier 180 Grad. Wir machen das jetzt mal bis hierhin. Bin mir noch unschlüssig, wie genau ich das dann handhaben möchte. Ich will jetzt erstmal Straßen und Platz machen für die Bürogebäude. Ich bin mir noch nicht sicher, was möchte ich damit
Höher steigen, will ich das? Oder einfach eine normale Straße. Doch, ich würde Bürgersteige auf jeden Fall schon mal mitbauen. Und wir machen einfach mal hier einen Weg. Hier eine Straße. Und wir glätten wohl den ganzen Bereich hier erstmal ein bisschen. Weil ich ehrlich gesagt gar keinen Bock habe, dass ich hier jetzt jeden... Oh ja. Nur so ein bisschen, dass es halt beim Bauen jetzt nicht so doof aussieht. Ne? Ja, ich habe gesagt, ich klette nicht, aber wenn das so aussieht, dann schon. Kann man verstehen, denke ich. Was ist denn hier passiert? Ich wollte eigentlich die Straße... Leute, die Straße wollte ich... Oder hier weiter. Was ist denn das nochmal für eine Straße gewesen? Sechsspurig mit Straßenbahn. Wenn wir hier eine vierspurige machen mit Straßenbahn statt... Ich würde die Straßenbahn schon gerne einmal so um diesen Block rum haben. Und dann hier mal so. Mal sehen, ob uns das so... ausgeht. Nö. Halt, stopp. Halt, stopp. Wieso ist das falsch? Ist doch falsch. Und jetzt ist die Straße weg. Ja, die Bürgersteigen wollte ich. Genau. Ich hoffe, wir sind jetzt am Boden. Ich möchte nicht nach oben. So, wieso? Ja. Macht Sinn. Zwingt den Boden der Höhe der Straße zu folgen. Macht mehr Sinn auf jeden Fall. Ja, jetzt sieht das doch schon besser aus, oder? Und dann machen wir ab hier... Noch nicht, wie ich das machen möchte. Ab hier mal... Bin da noch unschlüssig. Sieht alles nicht so eben aus. Ja, wie gesagt, ich kann nachempfinden, wieso der eine oder andere glättet. Wir machen hier einfach das einfach hier durch. Ich weiß auch nicht, ob das sinnvoll ist. Grundsätzlich ja mal egal. Dass wir dann hier sagen, so genau ist eigentlich hier keine. Ah, deswegen. Na dann, und plötzlich. Die ist ein bisschen erhöht. Das macht aber tatsächlich gar nicht so viel aus, finde ich. Wobei doch, das machen wir alles gleich. Wahrscheinlich hatte ich das einfach nicht so nach unten. Ja, aber so geht es auch, oder?
Und hier geht es dann nach unten, das ist ja dann egal. Ja, so würde ich es dann mal lassen. Dann ergibt das wenigstens Sinn. Und ich würde hier dann unter anderem Bürogebäude, die würde ich an dieser Hauptstraße entlang laufen lassen. Ach, und was wir ja noch, was ja hier noch nicht so passt. Das hier. Da muss ich die auch nochmal neu machen. Weil sonst geht das ja hier gar nicht. Also am Wasser würde ich nicht niemanden wohnen lassen wollen. Sondern dann nur an einer. Ja, genau, die falsche Seite erwischt. Quasi an dieser Seite hier. Da finde ich es aber gut. Wenn da Häuser sind. Und ich weiß aber nicht, ob hier Hochhäuser Sinn machen. Also so dicht besiedelte. Oder ob wir lieber. Nee, doch schon dicht besiedelt. Weil ich will. Ich möchte hier schon. Seltsam. Hier entlang schon gerne. Seltsam. Zum Beispiel, wieso geht das? Wieso? Das sind doch. Das ist doch jetzt eine andere Straße, als ich vorher hatte. Wieso? Das ist jetzt auch egal, weil die auch ganz süß sind. So. Den Bäumen zwischen, aber. Ja, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall gut aus. Und hier können wir dann die wohnen lassen. Das finde ich ganz cool. Ich bin mir aber dann noch nicht sicher, ob wir hier von hier aus quasi einfach so ein bisschen organisch was machen. Also, dass wir sagen hier. Muss auch gar nicht so gerade sein. Ich bin mir da echt unschlüssig, wie ich das machen möchte. Ich weiß es nicht. Ich weiß es noch nicht. Das werden wir sehen. Vielleicht auch noch ein bisschen gerade rüber oder hier die Straße dann noch weiterlaufen lassen. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, dass man sagt, hier die Straße und dann hier entlang. Keine Ahnung, so irgendwie, ne? Ja, ich weiß ja nicht. So. So ungefähr. Wird die jetzt mal hier enden lassen, da gucken wir dann weiter. Ja, auch noch weg. Und dann hier eventuell nochmal die so ein bisschen organischer hier reinlaufen lassen. Hier möchte ich aber wieder beide, genau beide. Ich möchte auch nicht ganz so viele Kreuzungen gerne haben. Finde ich nicht ganz so schön. Ja, weg. Ja, nö. So nicht. Oh. So gut gepasst. Eventuell dann ein bisschen.
so irgendwie. Bin doch gar nicht so doof hier. Das passt natürlich dann nicht mehr. Ja, so ein bisschen, ne? Also das nicht ganz so. Das ist ein bisschen, wobei das könnte man auch hier reinlaufen lassen. So. Muss ja nicht immer so perfekt sein. So, das, ja. Ich möchte dann hier gerne mal die Bürogebäude bauen. Die sind hier. Und zwar hier. Hier. Die Frage, dicht besiedeltes Gewerbegebiet würde ich hier machen. Und was ich tatsächlich auch machen würde. Campusgelände, Industriegewerbe. Freizeit, Wand an Wand. Ich würde hier, ah ja, okay, ein Gebiet erstmal ausweisen wäre gut. Und wir brauchen hier noch Wasser. Bevor ich es vergesse. Wo haben wir denn hier die Anbindung? Und eventuell noch Strom. Hilft auch oft. Strom, wir brauchen Strom. Da muss ich aber wohl oder übel einmal einmal so hier rüber. Es tut mir leid. Ja, zumindest so lange, bis hier gebaut wurde. Okay, und dann wollte ich die Gewerbespezialisierung noch auswählen. Ich glaube, dass Freizeit hier ganz cool wäre. Bürogebäude, IT-Cluster, Hightech. Finanzbüro würde ich hier gerne machen. Und was ich hier bauen würde gerne ist die Börse. Da haben wir sie. Die wunderschöne Börse, die man nicht sieht, weil es regnet. Ja. Boah, aber das ist doch cool, oder? Regnerische Börse. Wir machen einmal trotzdem einen Screenshot. Vielleicht bekomme ich die Möglichkeit ja auch nochmal für... Dich besiedelte Wohngebiete. Ja, brauchen wir wahrscheinlich jetzt noch nicht unbedingt. Aber ich würde ja trotzdem gleich mal welche ausweisen. So, hier. Und das sind gering besiedelt, dicht besiedelt. Ich würde hier außenrum, denke ich, dann gering besiedelte machen. Wir gucken uns das jetzt einfach mal an. Eine Uni wollte ich auch noch bauen. Die wurde auch noch freigeschalten. So, dann machen wir das hier mal so mit dem hier. Oh, der fehlt beim zweiten Teil. Hoffentlich kommt er noch nachgerüstet. Hoffentlich. So. Mal hier noch. Schön. Oh. Können wir investieren? Investieren wir. Investitionen verwalten. Was läuft denn richtig scheiße gerade? Mal kurz Pause. Das geht so schnell. Ah ja, okay, hier nicht. Aber hier können wir kaufen. 178, das ist schon eine Menge, ne? Und da nehmen wir mal 40. Ging aber schnell hier. Wir lassen das mal laufen, denke ich.
Ich weiß nicht, vielleicht kaufen wir auch noch was, mal sehen, wie sich das so weiterentwickelt. Sowas liebe ich. Oh ja, die laufen vielleicht auch nicht ganz gut. Aha, kaufen. Auch hier gleich mal ein bisschen. Und hier gleich mal ein bisschen. Muss ja nicht so viel sein. Muss ja nicht das ganze Geld ausgeben. Wobei ich ja gut verdiene. Also hier fehlen Arbeiter, ja, das ist mir klar. Wir brauchen hier noch eine Schule. Und ich würde irgendwo in der Nähe dann auch hier irgendwo an dieser Straße vielleicht die Uni bauen. Ich glaube, dass das Sinn macht. Die kann ich mir gar nicht mehr leisten, ne? Ja, lustig. Dann gucken wir mal, ob wir naja. Ja, geht in die richtige Richtung. Jetzt verkaufen wir die. Ja, bitte einmal verkaufen. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld und ich würde dann auch gerne die Schule und Uni hier hinstellen. Die Universität. Baue ich die jetzt einfach so mitten ins Geschehen? Ja. Oder? Was ich auch cool finden würde, so ein bisschen. Oder so hier dran wäre ja auch cool, ne? Machen wir hier so ein kleines. Dass wir das Campusgelände abgrenzen können. Ich weiß nicht, wie groß muss das sein. Ein bisschen größer. Und dann. Ja, ein bisschen kleiner hier bitte. Einmal. Und einmal so. Und da würde mich. Ja, wir brauchen hier dann, das ist mir klar. Einmal hier durch. Das Campusgelände. Ah, okay, so geht das quasi. Das ist cool, okay. Was genau passiert dann hier? Ich habe das noch nie benutzt. Brauchen wir hier noch ein paar Wege oder so? Drei Wegform. Wird eine große Grundschule bauen. Die sind alle. Ja, kein Wunder. Die würde ich eventuell hier an den Rand setzen. Oder lieber hier hin. Echt
schwierige Entscheidung, was hier sinnvoll ist. Setze ich jetzt hier rein. Und auch eine Oberschule brauchen wir noch. Die setzen wir direkt an die Grundschule ran. Joa. Ah ja, die haben hier weder Wasser noch Strom, Sugi. Da war ja was, ne? Wasser haben sie, Strom haben sie, Wasser brauchen sie noch, bekommen sie. Das ist echt nervig. Das finde ich super bei Cities 2, dass das immer gleich mit den Straßen schon verbunden ist. Dass man hier nicht noch extra die ganzen Leitungen legen muss. Das ist echt sowas von nervig. Ich meine, eigentlich ist es ja auch korrekt so, aber es ist trotzdem nervig. Oder ist das heute gleich so, dass es in den Straßen, also wenn eine Straße gemacht wird, wird wahrscheinlich gleich Wasserleitung auch verlegt. Also vielleicht macht es doch Sinn, aber ja. Fürs Spiel ist es auf jeden Fall leichter. So, wie sie jetzt ist. So, dann ist hier schon mal alles einigermaßen sehr sorgt. Ja, hier müssen wir vielleicht noch ein bisschen, ne? Ein Stück weiter und hier noch ein Stück weiter. Das reicht dann erstmal. Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Campusgelände gedacht ist. Ob hier passiert hier dann was oder wie kann ich mir das vorstellen? Sollen wir hier Wohnungen bauen? Hui, eine kleine Stadt. Monorail, Seilbahn, Zug. Richtlinien haben wir, neue Straßen haben wir. Bahnhof, sehr gut, sehr gut. Den können wir auf jeden Fall brauchen, da auch eine Menge. Ich möchte das jetzt gar nicht alles. Oh, eine große Uni, ja toll. Basketballarena, Wasserkraftwerk ist auch sehr cool. Möchte ich jetzt hier hohe Wohngebäude? Ja. Machen wir jetzt mal. Ich weiß nicht, ob da dann ziehen da die Studenten ein oder wie ist das? Ich weiß es nicht. Lass mich hier mal überraschen. Joa, hier ist immer noch alles nicht so geil. Ja, die Gebäude kommen weg, weil das gar keinen Sinn macht. Ja. Bitte alles nochmal neu bauen hier. So. Wir haben eine Uni, wir haben zwei Schulen. Wir haben eine Oberschule, wir haben eine Grundschule, eine freie Schule, eine Bibliothek würde auf jeden Fall noch Sinn machen. Lustig. So ein paar Wege wären noch gut hier. Eine Freiwegform, Hammer. Ich finde das eigentlich ganz cool so. Hier können wir auch noch einen Weg hier rüber machen. Hm.
Ja. Könnte gut werden. Könnte gut werden. Hier dann auf jeden Fall kommen noch normale Wohngebäude hin. Hier auch. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Hier so. Süß, mir gefällt das. Mir gefällt das ganz gut, wenn jetzt hier die Finanzgebäude noch gebaut werden und dann auch Menschen haben. Guck mal, wie sieht denn der Rest hier aus? Hier habe ich es gar nicht mehr im Blick. Ja, das hier ist doof, ne? Nicht genügend Käufer. Kann ich nicht nachvollziehen. Hier ist immer noch so viel los. Also das hat gar nichts gebracht. Ich komme ja auch von der Seite, kann ja dann auch nichts bringen, ne? Auch die Abfahrt kann dann nichts bringen. Quatsch. Also totaler Quatsch, wie ich hier gebaut habe. Müsste von da kommen. Dann macht's Sinn. Und doch hier noch eine Abfahrt gemacht, oder? Die macht auch keinen Sinn. Also die können wir trotzdem lassen, aber die macht trotzdem keinen Sinn, weil ich eigentlich von hier rüber muss. Das heißt, komme ich hier rüber? Hier rüber. Vermutlich. Dann heißt das schon mal hier anfangen. Das ist hoch. So hätte ich es gar nicht gebraucht, ne? Kein Quatsch. Achso, ja, Brücke erzwingen. Wäre super. Hier so. Vielleicht nicht ganz so weit. Ja, und dann hierhin. Das macht fast mehr Sinn. Das ist nicht ganz so schön. Mach ich nochmal neu. Aber die Richtung stimmt, wo wir hin wollen. Nö. Es ist wieder dunkel. Ich sehe nichts. Genau. Einfach so eine stinknormale. Also ich brauche hier noch auf jeden Fall die andere Richtung. Aber dann soll es... Das ist halt nicht schön, ne? Das ist nicht schön. Es reicht so. Hier vielleicht schon eine Brücke. Ja, das sieht ein bisschen schöner aus. Cool. Hier haben wir das Stromnetzwerk unterbrochen. Das müssten wir dann nochmal korrigieren. Und dann sieht das ganz gut aus. Und vielleicht entspannt sich dann tatsächlich das alles hier mal. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn wir hier die Maut setzen. Ich weiß nicht. Also das hier ist doof, das nervt mich und ich verstehe auch nicht ganz, wieso das der Fall ist. Mehr Gewerbegebiete. Ja, wir haben aber ja Gewerbegebiete. Entweder wollen die hier mehr, ich weiß es nicht. Grenzen wir hier noch ein bisschen was ab und meinetwegen das hier noch.
Vielleicht macht das Sinn. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nicht ganz optimal hier. Strom. Uns fehlt Strom. Wieso fehlt hier Strom? Immer noch. Wo habe ich denn noch was unterbrochen? Sollte doch jetzt laufen. Ja, nee. Weil uns der Strom nicht reicht. Geothermie-Kraftwerk. Ohne. Ja, das lassen wir aber auf jeden Fall hier. Ah, wir haben ja schon zwei. Cool. Was ist das hier? Kommt hier weg. Und dann bauen wir noch ein drittes. Dahin. Was ist das? Das Recyclingzentrum. Okay, das sollte aber hier trotzdem gehen, oder? Ein Eckladen. Ja, passt so. Und dann sollte stromtechnisch aber wieder besser werden, eigentlich. Und die sollten versorgt sein. Hoffe ich. Juhu! Jubi! Hier wird schon fleißig gebaut. Das finde ich cool. Ja, dann, was ist hier? Arbeitermangel, auch schon wieder. Ja, ich kann euch nicht helfen. Ist halt jetzt so, ne? Was auch Sinn machen würde, ist die Bahn. Die Straßenbahn hier noch lang fahren lassen. Einmal. Eine neue Linie hinzufügen. Macht auf jeden Fall Sinn. Haben wir hier keine? Aber wir haben doch hier überall Dingstraße. Vor die Uni auf jeden Fall mal eine Haltestelle, das macht Sinn. Dann würde ich hier vor die Börse eine setzen. Hier fehlt das an der Straße, das ist doof. Wieso kann ich da nicht langfahren? Aber hier geht's ja. Wieso geht das nicht? Wieso kann ich hier keine Haltestelle mehr einfügen? Aber hier nicht. Wieso nicht? Wieso nicht? Was ist hier los? Was ist hier los? Warum geht das nicht? Hier ist trotzdem... Straße hier wegmache, geht's dann. Ich möchte mal kurz testen. Stopp. Ob es daran liegt. Es muss ja eigentlich. Wieso kann ich denn hier nicht rüber? Ich
Macht doch keinen Sinn, oder? Keinen Plan. Ja, okay, dann halt nicht, ne? Also wir können hier noch eine Haltestelle machen, vorsichtshalber. Ich weiß noch nicht so genau, wo das Ganze hinführen soll. Und dann auf jeden Fall noch hier eine, dass so die Hauptstraße ein bisschen abgedeckt ist. Vielleicht auch hier noch. Hier noch. Hier noch und dann Linie abschließen. Die Linie würde ich mir aber gern angucken. Vielleicht noch ein bisschen anderes. Machen wir noch ein bisschen dunkler. Noch erstmal nur ein paar Fahrzeuge. Mal sehen, ob uns das was bringt. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso. Also wenn von euch das jemand versteht, wieso ich hier keine Haltestellen setzen konnte, liegt das an den Straßen. Aber ich habe hier genau dieselben. Kann eigentlich nicht der Grund sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht, was ich jetzt noch versuchen könnte, was natürlich schon möglich ist, dass man das jetzt halt ungern nochmal. Ah ja, doch, ich weiß natürlich schon wieso. Ich weiß schon wieso. Klar. Klar, das macht schon Sinn. Das macht schon Sinn, ne? Deshalb wahrscheinlich. Weil das alles erhöht ist hier. Deshalb geht das nicht. Oder? Kann das sein? Würde die Linie gerne erweitern, geht das. Ich möchte die gerne erweitern. Wieso genau ist hier? So, jetzt aber. Versuchen wir es nochmal. Haben wir Parkplätze? Parks und Plätze. Hier ist mal was los. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Hier sind Parkplätze. Kleiner dekorativer Parkplatz. Wie wäre es denn mit einem großen Parkplatz? Hier ist ein dekorativer, mehrgeschossiger. Also die würde ich gerne löschen. Die ist nicht gewollt. Linie löschen. Und ich denke, das liegt an diesem einen. Ich würde hier gerne. Würde ja nur gerne. Das ist jetzt eine Haltestelle, oder? Ja. Ja. Sollte passen so. Mensch. Ja, hier haben wir keine Arbeit, da ist schon klar. Wir bauen dann hier einfach noch so ein paar. Nur? Hier Hochhäuser. Vielleicht hilft uns das. Ich weiß jetzt auch nicht, was hier. Sind das jetzt. Irgendwie. Irgendwie nicht.
Ja. Das macht mir ein bisschen Sorge, dass das hier alles nicht ganz so. Wir haben 13 verlassen, ne? Wo sind denn die alle? Haushaltstechnik. Hier oder wie? Sieht so aus. Ja, aber wir sollten doch jetzt hier mal. Sollten doch neue Arbeiter kommen. Oder? Oder nicht? Bestattungswesen. Öffentlicher Swimmingpool und ein Yogagarten. Der passt hier, finde ich, einwandfrei rein. Jetzt nicht hier so in die Mitte. Ich würde den da hinten hinsetzen. Da glaube ich, passt der sehr gut. Da haben wir auch dann irgendwo die Haltestelle. Aber wir haben auch gar kein Geld mehr. Vielleicht ein bisschen aufpassen, was ich hier mache. Wie sieht es denn hier aus? Verkaufen. Verkaufen. Kaufen. Nö, für den Preis nicht. Für den Preis. Joa. Das nervt mich. Das nervt mich hier. Wir brauchen vielleicht einen Friedhof hier noch. Den kann ich mir aber gerade auch nicht leisten. Joa. Ne? Ist gut. Wer hat denn kein Wasser? Hier gibt es kein Wasser. Und das können wir lösen. Ja, das ist alles nicht so. Nicht so optimal hier. Ist mir auch egal, dann kommt das alles weg. Haben wir hier eine Spezialisierung? Weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Also wenn das hier alles nicht leer wäre, ne? Machen das jetzt hier nochmal. Ich möchte jetzt hier nochmal alles weg, was leer ist. Aufwertung für Börse. Nein. Verfügbar. Die kann man aufwerten. Ja, cool. Oh, eine kleine Bank können wir kaufen. Gibt's denn die? Aha. Eine Miethütte. Ist auch süß. Investitionen verwalten. Nö. Da gucken wir mal. Wir warten jetzt mal, dass wir ein bisschen. Ja. Nicht. Das muss ja irgendwann mal besser werden. Wir haben doch hier Arbeiter. Drei Wohngebiete, ja. Die wären da. Da will aber keiner hin. Meinetwegen kann ich hier noch alles ausweisen. Und was ich mir noch kurz angucke, ist die Situation mit dem Verkehr, die wir da vorher hatten. Ob sich die jetzt entspannt hat durch mein Bauvorhaben. Ja, jetzt stehen die hier alle.
Ja, wir sollten vielleicht die Verkehrsregeln hier noch festsetzen. Was macht hier Sinn? Oder wir machen hier Ampeln. Tatsächlich macht hier vielleicht eine Ampel Sinn. Eine große Stadt! Campusgelände. Aha, cool. Geisteswissenschaftenweg, da gibt es einen extra Weg für. Krematorium haben wir, das ist cool. Leichtathletikstadion. Schwimmender Müllsammler, okay. Auch ganz cool. Ich würde eventuell. Nee, ich würde es bei 60. Oh, ich weiß nicht, ob das. Also, wir warten jetzt mal, weil die natürlich. Es kann natürlich auch sein, dass die jetzt hier einziehen. Und dass es sich ein bisschen entspannt. Wenn die. Oh, ich weiß ja nicht. Vielleicht wären halt überhaupt Ampeln gut. Ne? Wären vielleicht überhaupt gut. Das ist, gibt es ja noch größere Straßen? Riesige einfach. So richtig. Sechsspurig. Eine sechsspurige schon. Nee, aber jetzt. Mhm. So finde ich es, glaube ich, ganz gut. Und hier mehr Platz macht auch Sinn. War das schon eine sechsspurige? Ich glaube schon. Hm. Ja, gut. Dann lassen wir das mal so bis hierhin. Ui. Ein bisschen besser. Hier sieht es wieder seltsam aus. Das möchte ich gerne noch kurz anpassen. Ich finde immer irgendwas, was ich noch kurz machen möchte, ne? Aber das stört mich, wenn das hier so krass hässlich ist. Und dann ist es schon wieder fast eine Stunde. Es tut mir so leid. Eigentlich wollte ich die ganzen Dinge ein bisschen kürzer halten. Nicht ganz so lange. Was ist denn hier los? Was passt denn hier nicht? Das ist wohl... Hier, Bahn. Danke. Was ist hier los? Wieso geht das nicht? Passt das nicht? Mit der Haltestelle los? Wo fehlt uns hier was? Es sollte ja doch trotzdem gehen, oder? Welche Haltestelle ist das? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hier muss es sein. Geht ja gar nicht anders. Kann ja nur hier sein. Nee, ich möchte gerne Linienübersicht. Und es gibt doch hier
Hier ist die. Ich möchte keine neue Linie, ich möchte die ändern. Wieso geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Die Linie hier, die passt nicht. Und wieso passt die nicht? Ich möchte jetzt gern mal, wir haben hier eine Haltestelle. Hier eine Linie. Ach so, das sind gar nicht die Haltestellen. Wieso? Ja, klar. Dämlich. Einfach dämlich. Einfach dämlich. Wirklich, also wirklich. Leute. Wieso sagt mir das keiner? Die auch selber drauf kommen können. Ja, jetzt soll es aber wieder passen. Und jetzt sollten die da auch wieder wegkommen, oder? Da ist ja hier schon eine Menge los. Ja, bei mir ist es hier überall, überall eine Menge Autos, eine Menge Menschen. Wie sieht's denn hier aus? Immer noch Stau. Hier staut sich's bis auf die Autobahn. Ja. Und auf die andere Autobahn. Also das muss ich mir beim nächsten Mal angucken, das kann ich jetzt nicht mehr lösen. Hier ist natürlich schon wieder die Kacke am Dampfen. Ja, meinetwegen. Dann halt nicht, ne? Also... Ich verstehe es nicht. Verstehe es einfach nicht. Aber gut, wir werden die Gebäude dann einfach mal alle wieder abreißen. Wenn ihr keine Mitarbeiter findet. Und ich hoffe, dass sich das dann aber bald mal lösen wird. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum das so miserabel ist. Wir haben ja hier jetzt schon einiges an Leute und Mitarbeiter und so. Aber gut, na, wir werden uns das beim nächsten Mal angucken. Ich hoffe, dass ihr wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin alles Gute. Bis dann. Ciao.